Ich widerspreche ja Professoren ungern, das habe ich ja die letzten Jahre an der Uni immer gelernt, aber ich glaube, das Smartphone war eine bisschen einfachere Geschichte, weil man einfach nur als Nutzer brauchte, bei der E-Rechnung braucht man beide Seiten. Und das ist gerade die Herausforderung, wo man ansetzen sollte und was immer so ein bisschen uns umtreibt, weil natürlich ist es immer schön, wenn man eine E-Rechnung bekommt, man kann die auch verarbeiten, man braucht immer auf der anderen Seite einen, der die nachher auch schickt und das ist gerade die große Herausforderung. Wie beim Fußballspielen, man braucht jemanden, gegen den man spielen kann. Und das ist ein bisschen so die Herausforderung. Und ich gebe dem Stefan recht. Wir sind gerade in so einer Zeit, wo wir irgendwie beim Popcorn vor 15 Jahren gemeinsam dieses Ding angehitzt haben. Und das Maiskorn hüpft immer hoch, nur dummerweise nimmt ab und zu einer den Deckel hoch und nimmt ein bisschen Hitze raus. Und das ist ein bisschen nachteilig, weil vor 15 Jahren hat uns schon mal einer gesagt, das Thema E-Rechnung ist der nächste Hype. Das war damals Gartner, glaube ich. Da gingen die Kurven auch sehr ähnlich wie beim Hockeystick nach oben. Und heute stehen wir hier und ich habe eben zum Stefan gesagt, ich glaube 2030, wenn wir wieder hier sitzen, wenn wir jetzt wieder anfangen mit Akzeptanzforschung etc., dann wird es halt noch ein langer Weg werden, weil ich glaube, die Zeit ist einfach reif, Zugpferd ist da und man sollte jetzt auch anfangen, das entsprechend zu machen. Was sagen andere? Ich will mal ganz kurz anfangen, ich hoffe, hier ist kein Buchhalter im Raum, weil man hat festgestellt bei den großen amerikanischen Universitäten, dass der Buchhalter eigentlich ausstirbt. Ich war heute Morgen bei VW und die haben ja auch gesagt, vielleicht sterben die Autos irgendwann mal aus. Ähnlich sieht es mit den Buchhaltern aus und jeder, der Buchhalter ist, weiß, man macht viele sinnlose Tätigkeiten, wo man sich immer wieder fragt, warum tippe ich eigentlich sinnlos irgendwelche Daten ab, warum erfasse ich sie irgendwie, mache die Prüfung, wenn alles automatisiert funktioniert und das ist gerade der Weg, wo man eigentlich hin will. Und was Stefan eben auch schon gesagt hat, es fallen unwahrscheinlich viele Daten in den Prozessen an. Wir haben gerade von der Deutschen Bank, der Hoffmann hat es eben gesagt, warum machen die Banken da eigentlich nichts? Sie haben gesagt, wir machen jetzt auch auf E-Rechnung und verschicken E-Rechnung an unsere ganzen Privatkunden, weil dann kriegen wir endlich alle Daten. Wir wissen, dass der Stefan gerne Olivenöl nimmt und den ganzen Schrank voll hat und dort für jedes Öl nur 2 Euro bezahlt, weil er irgendwie hat er vorhin gesagt, das Motoröl, genau, das Motoröl wäre teurer wie das Olivenöl und das will die Deutsche Bank eigentlich wissen, weil sie darauf Wege und Mittel setzen will, um die Daten entsprechend zu nutzen. Also wir haben ein riesengroßes Datenpotenzial, was in den Rechnungen liegt. Und es gilt, das irgendwie zu nutzen und entsprechend umzusetzen. Was sehen wir am Markt? Wir haben es eben schon sehr, sehr viel gehört. Gesetzgeber stellt die Weichen. Wir haben dieses Teufelszeug, digitale Signatur, wegdiskutiert vor etlichen Jahren. Wir können jetzt eigentlich PDFs hin und her schicken. PDFs ist nicht das Heilmittel, weil wir brauchen die Daten, weil sonst haben wir ein Riesenproblem. Wir müssen das Ding doch wieder abtippen. Und das ist, was die Unternehmen sagen. Ich war gestern beim großen Mineralölkonzern, der zahlt einem Dienstleister 25 Euro, dass er bei Amazon bestellen kann. Jetzt stelle ich mir die Frage, warum macht er das eigentlich? Na ja gut, weil er eine Rechnung braucht und weil er bei Amazon nur mit der privaten Kreditkarte bezahlen kann und da den Zahlprozess eigentlich gar nicht abwickeln kann. Das sind so Beispiele, wo man sagt, die Prozesse können eigentlich gar nicht alle effizient laufen. Wir waren beim großen Mischkonzern, der hat auch gesagt, helft uns bitte, dass wir die ganzen Internetbestellungen irgendwie abwickeln können. Wir kriegen sie im SAP-System nicht abgebildet. Wir können das gar nicht abwickeln. Wir verhandeln alle Preise, wir verhandeln alle Waren. Wenn ihr für uns bestellt, kriegt ihr dafür 25 Euro, wenn ihr uns eine Sammelrechnung nachher schickt. Das ist eigentlich erschreckend, weil eigentlich können das alle Shopbetreiber eine Rechnung im elektronischen Format zur Verfügung stellen. Also da ist extrem viel Potenzial vorhanden. Wir sehen, dass die Lieferanten umstellen. Der Stefan hat eben die Zahlen genannt. Es wird unwahrscheinlich viel Zugpferd geschickt, es wird für die PDF geschickt. Man sieht, dass unwahrscheinlich EDI gemacht wird, die Daten sind alle vorhanden, jeder will da mitmachen und es gibt sicherlich Möglichkeiten, das entsprechend umzusetzen. Mitarbeiter sind sowieso bereit und der Vorstand setzt immer wieder die Schraube an und sagt, jetzt spart endlich mal ein. Die Aussage von dem Herrn Hoffmann eben mit dem CIO, ich glaube, dass die CIOs diese Komplexität noch gar nicht ganz durchschaut haben, was E-Rechnung eigentlich ist. Bei dem Mineralkonzern ist es so, dass die Rechnungen in Deutschland eingehen, die werden dann gescannt, die werden dann nach Polen geschickt, werden dann auf den Philippinen kontiert und nachher in Deutschland wieder bezahlt. Also das sind extrem komplexe Prozesse, die unwahrscheinlich lange dauern und nicht so einfach handelbar sind. Hier bei einem Chemiekonzern, hier in der Nähe, werden zum Beispiel Reisekostenabrechnungen von einem Gebäude ins andere, obwohl da ein riesengroßer Zaun drumherum ist, per Einschreiben verschickt. Also da ist sozusagen die Angst an den nachgelagerten Prozessen, an den Transportwegen extrem schwierig, da den Leuten zu nehmen, weil man Angst hat, dass die Belege verschwunden gehen. Und das ist wirklich heute noch ein Problem, auch bei den Großkonzernen. Ich war letzte Woche beim großen Automobilzulieferer, der irgendwie über 30.000 Mitarbeiter hat. Dem habe ich nach der Verfahrensdokumentation gefragt und der hat gesagt, was ist denn das überhaupt? Und da stelle ich mir schon die Frage, wie die Prozesse dort entsprechend behandelt und dargestellt werden. Wir haben eben schon mal gehört,
wie man Rechnungen verschicken kann, hat der Stefan eben schon sehr, sehr viel zu gesagt, will ich ja gar nicht näher darauf eingehen. Also man kann sozusagen vom Papier bis zum Vollends-Datensatz entsprechend alles verschicken. Und wir haben mal gemeinsam mit der Goethe-Universität in einem Forschungsprojekt, wo wir auch gesagt haben, was kann man eigentlich einsparen, mal untersucht, wie so eine Rechnung durch technische Hilfswerk läuft. Das THW ist natürlich auch mit vielen Einzelrechnungen gestaltet, viel Papier, viel Zweckform-Dokumente, viel handschriftliche Sachen. Und wir haben mal geguckt, wie der Rechnungsweg eigentlich durchs Unternehmen läuft. Wir haben jetzt keine Preise dran geschrieben, weil es immer schwierig in der Verwaltung die Preise dran zu schreiben. Wir haben nur die Zeiten erhoben. Und wirklich mit der Stoppuhr, reine Bearbeitungszeit von so einer Rechnung 17,3 Minuten. Sagen wir, das geht gerade noch so, also wenn man das alles abtippen muss. Aber das ist schon enormer Aufwand, wenn man sagt, wie der Satz von so einem Mitarbeiter ist. Liegezeit beim Bearbeiter 33,5 Stunden, da wird es schon ein bisschen mehr. Und dann die Transportzeit ist nochmal 63,4 Stunden. Und da sieht man gerade die Problematik an so einer Rechnung. Wir diskutieren immer über E-Rechnung. Und E-Rechnung ist für uns immer ein Austausch von der einen Unternehmensgrenze zur nächsten. Das Spannende ist aber, was mache ich danach mit der Rechnung? Und deswegen ist gerade das hybride Format von dem Zugpferd eigentlich so eine super Sache, weil man hat immer ein Sichtformat und sieht das auch und kann das dann auch entsprechend weiterverarbeiten. Nur wenn man halt irgendwie nur einen Datensatz bekommt, jetzt müssen wir den irgendwie auch weiterverarbeiten. Und wir haben die Behörden, bei den Bundesbehörden haben wir befragt, ob sie eigentlich invoice ready sind, ob sie sowas wie einen Workflow haben oder sowas, wie man die Rechnung weiterbearbeiten können. Da kam raus, dass über 90% sowas gar nicht haben. Und wenn das mal 2018 vor der Tür steht und wir sagen, wir müssen E-Rechnung empfangen, dann wird es halt relativ spannend. Weil wenn man sich das Land Hessen mal anguckt, die ja auch in diesem Zugpferd-Konsortium mitgearbeitet haben, die haben gesagt, um so einen Workflow einzuführen, brauchen wir irgendwie 6 Jahre. Und wenn man jetzt mal sieht, wir haben irgendwie 350 Behörden, die noch keinen Workflow haben, dann ist das ein Eldorado für alle Berater, alle Softwarehersteller etc., um da reinzugehen und entsprechend Optimierung vorzumachen. Also es ist enorm viel Arbeit und es ist nicht einfach nur einen Datensatz von A nach B zu schicken und den auszulesen und zu verwenden, sondern man braucht halt beide Seiten, man braucht den Lieferant und den Empfänger und man muss auch e-invoice-ready sein oder e-rechnungs-ready sein, sowohl auf Versenderseite wie auch auf Empfängerseite. Und wie gesagt, Amazon macht das zwar schon ganz gut mit den PDF-Rechnungen, aber wenn Sie heute eine Bayer, eine BASF etc. sagen, die sagen PDF-Rechnung von Amazon, wie kriege ich nachher die Zahlung gematcht, die der Herr Hoffmann mit seiner privaten Kreditkarte bezahlt hat, mit der Rechnung? Wie bilde ich das im SAP-System ab? Und das wird dann schon relativ spannend. Wir haben am THW auch geguckt, wie die reine Bearbeitungszeit bei der E-Rechnung ist, wenn sie kommen würde. Wir haben dort einen Piloten aufgesetzt, wo wir auch Zugpferdrechnungen bekommen haben etc. Reine Bearbeitungszeit wird dann noch 5 Minuten, Einsparung 70%, Liegezeiten 20%, weil die Bearbeiter sind immer viel unterwegs. Und das Spannende ist halt, die Transportzeit ist eigentlich gleich null, weil erstmal kommt die Rechnung sofort rein und wird dann auch entsprechend digital getrackt und entsprechend aufbereitet. Was gibt es für Wege? Hat der Stefan eben auch schon mal gesagt, man kann manuelle Dateneingabe machen, also das alles abtippen, total die sinnlose Tätigkeit. Eben schon mal angefangen, das wird zu 99% wegfallen. Da gibt es mittlerweile in den USA die ersten Roboter, die das erfassen sollen. Wir haben letzte Woche, glaube ich, irgend so einen Google-Roboter bei irgendeinem spannenden Spiel ist erstmal den Mensch geschlagen. Also wir sehen, dass man da unwahrscheinlich gut unterwegs ist. Das werden wir bei den Rechnungen genauso sehen, obwohl die Rechnungen natürlich nicht so spannend sind, aber man muss sie halt bezahlen. Wir haben die Möglichkeit zu scannen und dann per OCR auszulesen. Wir können die PDF-Rechnung auslesen. Wir haben immer am Stefan gesehen, diese Kurve, dass durchaus noch 30-40% per PDF kommen werden. Dafür brauchen wir auch eine Lösung. Das ist das, was die Konzerne gerade vermehrt einführen, weil von den DAX, MDAX und TechDAX-Unternehmen haben alle eine E-Rechnungslösung. Und nicht nur eine, sondern 5 oder 6. Wenn man sich mal den Spaß macht, dann guckt sich mal die ganzen E-Invoicing-Provider in Deutschland an. Der Stefan wird sie auch alle kennen. Guckt sich die Referenzkunden mal an. Dann findet man Bayer gleich 4 oder 5 Mal bei den E-Invoicing-Providern und viele, viele andere auch. Also dieses Roaming, wie wir es vom Telefon kennen, gibt es beim E-Invoicing zwar auch in der Theorie. Praktisch umgesetzt ist es noch relativ schwierig. Es wäre genauso, wenn der Hoffmann jetzt 6 Handys vor sich liegen hätte. Eins von O2, eins von E+, eins von Vodafone, eins von der Telekom, eins von Orange und so weiter. Das macht eigentlich keinen Sinn. Also da ist noch durchaus einiges zu tun. Deswegen ist das Zugpferd auch relativ spannend. Hier nochmal diese Abbildung, was die Verwaltung heute nicht hat. Die hat oben keinen Workflow. Also die machen alles per Papier. Wenn Sie ins Innenministerium heute gehen, da gibt es dann Räume, die heißen Postaustauschräume. Da fährt morgens jemand rein mit dem Wagen und kommt abends wieder raus. Der Raum hat nur 4 Quadratmeter, aber der teilt dann einfach die Post auf und verteilt sich dann das ganze Haus. Und wir haben mit der Regierung mal diskutiert, wie man das Thema E-Rechnung in die Verwaltung reinkriegen kann. Und
Der erste Vorschlag war, wir zahlen endlich mal alle Rechnungen pünktlich. Das wäre ja auch mal ein Weg. Man hat dann gesagt, man will das nicht nach außen kommunizieren, weil man zahlt ja heute schon alles pünktlich. Deswegen kann man sowas nicht ins Gesetz reinschreiben. Die Österreicher haben uns das vorgemacht. Ein sehr gutes Beispiel. Die haben gesagt, ab sofort müssen alle Rechnungen an die Verwaltung in einem bestimmten Format geschickt werden. Das war auch ein guter Ansatz. Am Anfang hat es ein bisschen geknarrt und geknorzt. Wer die Details kennt, 70.000 Lieferanten haben auf ihre Rechnung gewartet, weil man erstmal die Lösung brauchte. Da sind wir ja mit Zugpferd zum Glück schon viel, viel weiter, dass man da schon bei allen entsprechenden Systemen das Ding sehr umgesetzt hat. Ist nur die Frage, wie kann man das auch richtig umsetzen? Das ist so ein bisschen die Herausforderung, aber da sind wir, denke ich mal, auch auf einem guten Weg. Also es gibt durchaus Mittel und Wege, das entsprechend umzusetzen. Die Frage ist, wann reagiert die Verwaltung und wann macht den ersten Schritt? Wenn wir raus zu Konzernen gehen, dann heißt es immer, wir haben eigentlich drei Wege im Moment. Wir haben oben unsere komplette Supply Chain, von der Bestellung bis zur Rechnung, bis zur Zahlung, alles in einem System. Ob das nun Supply On ist oder wie auch immer, gibt es viele Ariba, die das mittlerweile auch anbieten, über die Rechnung hinweg. Einsparpotenzial unwahrscheinlich hoch, ich mache alles papierlos, alles vollkommen digital. Dann kann ich aber nicht bei Amazon einkaufen, weil die bieten sowas noch nicht an. Nutzungsgrad ungefähr 20-25%, also ähnlich die Zahlen, die der Bruno Koch für den Stefan geliefert hat. Wir haben dann im zweiten Bereich das typische E-Rechnungsbeispiel, ich sage jetzt mal die Firma Tungsten, Busware, Crossings, wie sie alle heißen. Die sehen halt zu, dass sie in jedem Land rechnungskonform Rechnungen austauschen können, dass sie eine Strukturveränderung haben von A nach B etc. Sehen wir ungefähr 35-50%, wenn man es richtig macht. Wir sehen aber auch, dass alle großen Konzerne immer jammern, wir haben Invoicing Provider A, B, C, D und wir haben ungefähr 20%, 25%. Die Seiten profitieren, also der Lieferant und der Kunde, dann kann man durchaus auch den richtigen Weg finden. Und wie gesagt, wir haben die Lieferanten befragt, die haben uns gesagt, kein Eingriff in die internen Prozesse, also die wollen einen Weg haben, wie sie alle Rechnungen verschicken. Und wenn sie heute alle Rechnungen einem Paket beilegen, dann wollen sie nicht auf einmal einer BASF den Weg über eine E-Mail schicken. Oder wenn Sie heute sagen, ich schicke alle Rechnungen per Post, dann wollen Sie nicht eine Ausnahme machen für irgendjemanden, der Zugfahrt haben will. Keine Installation von Software. Also in der Regel gehen genau den Weg, den das Forum Elektronische Rechnung gegangen ist, über das ERP-System, Lexware, Sage etc. direkt versenden können. Kein Zwang zur Anbindung an einen Provider. Also diese 30, 40, 50 Stück, die in Deutschland irgendwie rumlaufen, die sollen da nichts verdienen. Man will halt nicht wie ähnlich wie bei der Post, was bezahlen, sondern man will das halt eigentlich kostenlos und selbstständig machen und auch keine zusätzlichen Kosten. Man sieht, dass der Kunde was spart, deswegen will man da auch mit profitieren. Wir haben dann auch gefragt, prozessual, was sind denn eure Zusatzdienste? Was wollt ihr denn haben? Natürlich vorfristige Zahlung. Wir haben das mal getestet beim Energieversorger, haben gesagt, alle Rechnungen, die elektronisch eingehen, könnt ihr früher abrufen, so eine Art variables Kontomodell. Haben sofort 200 Lieferanten mitgemacht, also das geht auch so, wenn man sagt, man macht so ein bisschen dieses Geldthema als eine Rolle. Einsehbarer Status der Rechnungsbearbeitung. Also Sie wollen sehen, ob die Rechnung geprüft worden ist, ob man nochmal nachfragen muss, ob man einfach nochmal die Transparenz in den Prozessen des Gegenübers bewerkstelligen kann. Also da wirklich gucken, was man machen kann. So eine Art PO-Flip, also Sie kriegen eine Bestellung, mit einem Klick können Sie sie umwandeln in eine Rechnung. Ein Tool zur Rechnungsverarbeitung, die kleinen Lieferanten haben dasselbe Problem, die kriegen auch PDF-Rechnungen. Und wenn Sie die ausdrucken und weiterverarbeiten, ist natürlich ein Riesenproblem, wie der Stefan eben schon gesagt hat. Dann haben Sie vielleicht ein Problem mit der Steuer oder Sie haben bestimmt eins mit der Steuer. Die Frage ist nur, wann. Und was auch ganz nett wäre so ein Bezahlknopf. Ich sage immer, IBAN die Schreckliche und BIC. Sie müssen diesen ganzen Gedöns im Rechnungseingang zumindest abtippen und entsprechend in die Tools, in die Banking-Tools eingeben. Also es gibt durchaus auch bei den kleinen, mittleren Lieferanten und Kunden auf beiden Seiten Einsparpotenziale, die heute noch nicht gehoben werden. Aber das ist das, was prozessorientiert darzustellen ist. Wir haben es mal gemacht, wir haben einfach mal gesagt, im Forschungsprojekt mit der Uni Frankfurt und der Firma Rothenberger, das ist ein kleiner Mittelständler im Taunus, hat ungefähr 20.000 Rechnungen bekommen im Jahr und 1.000 Lieferanten. Den haben wir mal getestet, haben über verschiedene Wege angesprochen, mit Druck, mit ökologischen Aspekten, mit ökonomischen Aspekten. Wir haben probiert, die Lieferanten dazu zu bewegen, mitzumachen beim E-Rechnungsbeispiel. Der Konzern oder das Unternehmen hatte schon ein Rechnungseingangsbuch, ein Workflow, ein ERP-System, ein Archiv hinten dran. Wir haben gesagt, ihr habt entweder die Möglichkeit, ein Tool runterzuladen, vollkommen kostenlos. Das erzeugt euch ein entsprechendes XML-Format mit PDF. Damals gab es das Zugpferd noch nicht in der finalen Ausgestaltung. Und wir haben gesagt, ihr könnt das einfach nur ein PDF schicken. Ein reines PDF. Und haben das dann ausgelesen und entsprechend weiterverarbeitet. Und wir hatten
letzte Woche, jetzt nach 2 Jahren, sind wir bei 95-96% Akzeptanz bei allen Lieferanten. Wir haben auch länderübergreifend das mittlerweile eingesetzt und wir haben auch leider festgestellt, dass dieses Tool, was wir kostenlos zur Verfügung gestellt haben, nur von 10 Lieferanten genutzt worden ist. Und alle anderen haben gesagt, wir schicken ein einfaches PDF. Und das ist so ein bisschen der Weg, den wir festgestellt haben, es ist unwahrscheinlich schwer, den Lieferanten ein neues Tool an die Hand zu geben, dass sie, mit dem sie irgendwie was erstellen. Deswegen ist der Weg, das aus dem ERP-System, aus dem Lexware-System, aus dem Sage-System, wie auch immer, direkt ein Zugpferd zu gestalten, der richtige. Und alle Zusatztools werden unwahrscheinlich schwer am Markt zu etablieren zu sein, weil die wollen einfach kein weiteres Tool haben. Zumindest war das unser Eindruck im Rahmen dieses Forschungsprojektes. Hier hat der Stefan eben schon was gesagt, die können wir, glaube ich, gleich überspringen. Was für uns wichtig war bei Ausgestaltung von Standards in dem Forschungsprojekt, was wir gemacht haben, war, wir haben es mal gedreiklustert. Wir haben gesagt, es gibt einen Inhaltsstandard, der ist gesetzt in Deutschland, zumindest kann man zwar darüber diskutieren, aber er ist eigentlich gesetzt, das ist Zugpferd und ich glaube, das ist auch der Weg, der richtig ist, wenn man ein Sichtformat und ein Datenformat hat. Es gibt einen Transportstandard, da haben wir festgestellt, in Handelsempfehlungen für das Innenministerium, dass der PDF, der Weg per E-Mail der beste ist. Und jetzt die spannende Frage, wie kriegt man diese Prozessstandards hin und wie kann man den KMUs auf der Versenderseite, aber auch auf der Empfängerseite sagen, wie der Prozess standardisiert aussieht und wie man am besten einsparen kann. Weil uns fragen immer viele, wie kann ich das dokumentieren, wie kann ich es bearbeiten, was mache ich mit dem eingehenden PDF-Dokument, wie gestalte ich meine eigenen Prozesse, wie stelle ich sicher, dass der eine ein Zugpferd bekommt, der andere ein PDF, der andere ein EDI etc. Und das sind so Fragestellungen, die uns immer umtreiben. Das Problem ist halt nur, das KMU, wo wir ja in Deutschland irgendwie 3,5 Millionen Unternehmen haben, die haben weder Zeit noch Geld noch sonst irgendwie, wo man die in die Hand nehmen kann und auch entsprechend zeigen kann, wie es eigentlich richtig geht. Und das ist so ein bisschen die Herausforderung, die wir aktuell sehen. Fazit, ganz kurz, wir haben schon viel gesagt, die Weichen sind gestellt, Lösungen sind entwickelt. Jetzt muss der erste oder nächste Schritt getan werden. Der Hoffmann hat eben angefangen, der Stefan kam auf ihn zu, wir müssen da mal was tun. Ähnlich ging es, glaube ich, uns zwei vor 3 oder 4 Jahren. Wir haben es dann beim Italiener gemacht mit der Frau Klaas zusammen, das war dann auch mal ganz nett. Und beim Klaas Rothbach haben wir dann gesagt, wir machen dann mal das Pferd. Und ich glaube, da ist schon unwahrscheinlich weit gegangen worden. Also der Kessel von dem Popcorn ist unwahrscheinlich gut erhitzt. Jetzt sollte man nicht den Deckel abnehmen, sondern sollte weitergehen und gucken, wie man das umsetzen kann. Die Eingangsrate an elektronischen Rechnungen ist immer noch sehr gering. Also wir haben es neulich mal wieder erhoben bei einzelnen Konzernen und kommen mittlerweile auf 15-20%, was schon mal nicht schlecht ist, aber durchaus noch weitergehen kann. Wir brauchen einfache Lösungen, vor allem für die kleinen, mittleren Lieferanten, aber auch für die ganzen Internethändler, weil, wie gesagt, das Beispiel, was ich vorhin gesagt habe von Amazon, betrifft eigentlich alle Internethändler. Wenn ein Konzern dazu bereit ist, für so einen, ich sag mal, ganz einfachen Prozess, dass der mir eine E-Mail schickt und ich bestelle wegen mir bei Amazon ein Buch und kriege dafür 25 Euro an Prozesskosten, dann muss das durchaus eine Herausforderung sein, für jeden Internethändler sowas anbieten zu können. Die Frage ist, wie kann der Eco-Verband unterstützen? Vorgabe von Prozessstandards. Welche Standards entwickelt sich für Deutschland? Welche Syntaxen werden vorgegeben? Wie gesagt, das haben wir eben schon vom Stefan gehört. Ich glaube, da sind wir unwahrscheinlich weit und sollten wir auch einen Haken hintersetzen und das Fass nicht neu aufmachen, weil sonst nehmen wir wirklich viel Hitze aus dem Kessel. Und das sollten eigentlich nicht mehr getan werden, weil sonst fangen wir bei Null an und dann sind wir wirklich noch 20, 30 hier. Und wichtig ist, Anwendungsbeispiele für KMUs zu zeigen und denen auch zeigen, dass sie auch Vorteile haben in den Prozessen, nicht nur der Großkonzern. Das war's. Schönen Dank.